Herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Oh Leute, endlich ist Thomas da. Den besuchen wir auch gleich, aber erstmal gehen wir kurz in den Shop rein. Und ich habe endlich mal wieder ein neues Insekt gefangen. Ich glaube, das war gestern oder vorgestern Abend. Irgendwann dann. Hier ist wieder nur Müll. Lasst mich mal hier raus. Danke. Das können wir uns direkt mal eben anschauen. Sobald wir hier raus sind. Und zwar Album. Das müsste das gewesen sein. Okay. So. Wo ist es denn? Ich habe jedes Insekt da gefangen, weil der Insektentyp da war. Da haben wir das neue Prachtexemplar. Und zwar einen Zyrodingsibums. Ein Zyklomantis. Ja, cool. Ja, den habe ich gefangen. Als ob ich hier ein Pokémon-Trainer wäre. Ja, den habe ich so gefangen. Wo wohnt eigentlich Thomas? Thomas muss, glaube ich, ganz links wohnen, ne? Nein, schon ist Rainer da. Nee. Da kann er, glaube ich, auch gar nicht, wenn dieses Insektenturnier heute ist. Wo ich nicht dran teilnehmen werde, weil das haben wir ja schon zu 100% fertig gemacht. Oh, Thomas ist nicht da, aber er hat eine coole Hütte. Ja, die Hütte gefällt mir sehr. Sieht echt gut aus. Oh, dann hoffe ich mal, dass wir den gleich hier noch irgendwo finden werden. Wir suchen jetzt erstmal hier noch schnell das Rezeptchen. Da ist es. Und da war irgendwie kein Briefchen. Ah, doch. Yolanda, Goldtoilette. Wow. Eine Goldtoilette. Das klingt sehr, sehr interessant. Oh, geil. Golderz. Nice. Hier können wir mal kurz reingucken. Da. Da seht ihr die Zeit. Juli und August nur. Heißt, ich muss mich echt noch sputen, was den Rest der Käfer angeht. Ach man. Ah, das sind aber Muschel. Ich glaube, den habe ich da. Wenn ich. Ist eh zu spät, Leute. Ist es eh zu spät. Ich hoffe, in Juli kommen nicht allzu viele neue Käfer dazu. Aber den können wir jetzt mal eben abgeben. Und danach suchen wir Thomas. Thomas. So, hallo Eugen. Ich habe gestern, habe ich glaube ich letztes Mal beschwert, dass ich Outlander nicht gefunden habe. Ich habe es doch gefunden auf TV Now. Da habe ich mich zu früh beschwert. Aber die haben da irgendwie nicht das bei Outlander, bei Outlander stehen, sondern Outlander neue Staffel heißt dann die Kategorie. Toll. Hätten sie auch zu einer packen können und dann hier Staffelwechsel da machen können, wie es bei den anderen Dingern ist. Ja. Der unverhältnismäßige große Käfer des Zyklomantis kann sogar größer als sein eigentlicher Körper sein. Mit seinen runden Augen und seinem silbernen Glanz ist er allseits beliebt. Wie kann man einen Käfer lieben? Man stelle sich nur vor, von diesen Zangen gezwickt zu werden. Alter, gezwickt zu werden. Puh, ouch. Na, in jedem Fall, aller herzlichen Dank für Ihre wertvolle Spende. Nee, danke. Passt schon. Tschüss. Tschüss, ja, Eugen. Ja. Ich habe die Folge noch nicht mal komplett durchgesehen, weil ich habe es zu spät gesehen, gestern Abend. Und gestern Abend wollte ich auch noch Sword Art Online Ordinals Gate schauen. Kam nämlich auf ProSieben Max. Und Outlander schaue ich dann heute wahrscheinlich an. Waren sogar zwei Folgen, hat mich auch überrascht. So, Thomas, wo bist denn du? Wo bist denn du, ey? Hier ist ja niemand. Hier ist echt niemand. Okay. Ich suche weiter. Ich
da, Moritz. Wir hatten mal auf so einer Insel gequatscht. Du hattest gesagt, dass es sich auf Nimmerland gut leben lässt. Also bin ich hergezogen. Das ist wirklich ein Paradies hier. Wir sehen uns ja jetzt sicher öfter. Bis dann. Ja, ich will dich nochmal hier. Das Insektikus-Turnier geht bald los. Ich drehe hier nur etwas durch vor Aufregung. Das beruhigt. Es ist soweit. Das Insektikus. Oh, Alter. Nervt er mich jetzt nur noch damit? Kann doch nicht sein, oder? Tatsächlich. Er nervt mich nur noch damit. Die haben ja teilweise noch mehr Augen als ich. Leute. Oh, Edde, rette mich bitte. Rette mich vor Thomas. Thomas, der Lokomotive. Oder liest eine Zeitung, hallo. Du wiesest ja mal wieder Führung, König. Ist nie verkehrt, seinen Nachbarn zu kennen und warum nicht mit dir anfangen? Also, kann ich dich was fragen? Mal überlegen. Was für Musik hörst du denn so gerne? Pop? Ich gebe jetzt hier einfach Pop ein. Pop, bitteschön. So, habe ich das richtig verstanden? Pop? Oh, das ist also deine Musik. Vielleicht höre ich mal rein. Ist nett, gelegentlich was Neues zu hören. Ja, sehr neu. Kann ich was für dich tun, Gronk? Nichts gegen Insekten, aber wenn sie plötzlich auffliegen, können sie einen ganz schön erschrecken. Irgendwann kriege ich nochmal ein Herz. Kasper. Okay, tschüss. Ja, ja, Edde. Du guckst immer böse. Wenn ich weggehe. Oh, Thomas, hallo, Thomas. Ich hab Siegfried endlich. Ach, hier ist er. Bald fängt das Insektenkussen. Oh, Mann. Die labern jetzt ja nur noch die Kacke, ne? Das ist nervig. Oh, ich hab wieder irgendwas hier geschafft. Ah, genau, wir müssen noch zum Nook-Center. Und gestern war, glaube ich, Sternenhimmel. Aber ich hab nur einen Sternschnuppe gesehen und danach nie wieder. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich eine gab. Süchtigen alle da. Mann, 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 Mann. Willkommen im Nook-Portal. Am Nook-Portal. Hier, bitteschön, Ihre schönen Medaillen. So. Guck gerade, was ist heute. Oh, heute Abend kommt die Legende von Tarzan. Ist das ein Netflix-Film oder ist das der andere? Ja, nicht. Ich glaube, den schaue ich mir rein. Ja. Den sehe ich mir, glaube ich, an. Nook Shopping. Feldbett. Laterne. Poster haben wir jetzt hier mal endlich. Hey. Ich weiß auch nicht, wie man an neue Poster bekommt. Ich rede da so viel mit den Bewohnern hier. Vor allem mit den Liefer, da habe ich eigentlich echt mehr geredet als mit Kabuki. Und trotzdem habe ich ein Poster von Kabuki hier. Nee. So, Mischka, hast du bitte was anderes? Oh. Nee, ich nehme nicht teil. Ach man, Mischka. Auf Wollnass. Ich finde es auch schön, wie nur Edde zu Hause ist und der Rest einfach hier tatsächlich herumläuft. Nee. Ja, gehen wir noch einmal den Strand hier entlang. Ich suche dann gleich offscreen noch nach Johannes, weil das kann immer sehr, sehr lange dauern. Oh, Quacky, Oliviano. Ja, du redest eh nicht mit mir. Kackturnier, ey. Mann. Okay, Leute. Dann war das jetzt auf jeden Fall eine knackigere Folge als sonst. Ich werde gleich noch Johannes suchen. Ich dachte, ich hätte vielleicht mit den Bewohnern heute ein bisschen mehr reden können. Aber irgendwie. Ja. Die wollen nicht. Und haben die beiden sich gerade geküsst? Das wäre aber sehr seltsam gewesen. Deswegen tschüss!